Guten Tag, mein Name ist Andrea Pfundmeier. Wie gesagt, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Augsburg und habe 2011 mein eigenes Unternehmen gegründet. Was wir machen ist, wir haben eine Verschlüsselungssoftware entwickelt, die nennt sich Boxcryptor. Mit der kann jeder Nutzer seine Daten in der Cloud schnell und einfach verschlüsseln. Also wenn Sie zum Beispiel auf Ihrem iPhone Fotos machen, die vielleicht nicht jeder sehen soll, können Sie das verschlüsseln. Aber genauso wie Unternehmen, die unser Produkt einsetzen, um eben sensible Mitarbeiterdaten, Unternehmensdaten etc. zu verschlüsseln. Was ein bisschen traurig ist, als wir damals gegründet haben, 2011, wollten wir eine Lösung für Nutzer machen, die gesagt haben, ich brauche zusätzliche Sicherheit, ich möchte etwas noch sicherer machen. Mittlerweile nach den Enthüllungen durch Edward Snowden, nach den ganzen Skandalen, ich kann sie gar nicht mehr alle abzählen, wissen wir eigentlich leider, dass eigentlich mittlerweile jeder Bürger seine Daten verschlüsseln sollte, allein um das Grundrecht zu wahren. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Entwicklung, die wir gesehen haben, aber wir versuchen hier einfach ein bisschen zu helfen. Als wir vor 4,5 Jahren gestartet sind, war es für mich keineswegs von Anfang an klar, dass ich irgendwann mal Unternehmerin sein würde und auch hier stehen würde. Ich bin das erste Kind von Eltern, die beide ihr Leben lang in Konzernen gearbeitet haben. Mein Papa wurde jetzt vor einem Monat für 35 Jahre Zugehörigkeit zur MAN ausgezeichnet. Meine Mama war sehr viele Jahre bei Siemens. Und als ich dann mit 23 nach dem Studium ihnen eröffnet habe, ich werde jetzt nicht in einen Konzern gehen, sondern ich werde selber gründen, da haben sie erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Gesagt, um Gottes Willen, Kind, das ganze Geld für die Ausbildung, alles rausgeworfenes Geld und die macht jetzt gar nichts Tolles daraus. Meine Eltern waren überzeugt, ich würde neben ihrem Geld auch meine Zukunft wegwerfen und irgendwann am Rande der Gesellschaft in der Insolvenz verarmt und vereinsamt landen. Das Wort Startup hatten Sie damals noch nie gehört und mit Unternehmern haben Sie eigentlich bis dahin nur die Worte Ausbeuter, Insolvenzen oder auch Angeberkarre verbunden. Warum wollte ich jetzt eigentlich gründen? Ich habe es ja auch nie als Vorbild vorgelebt bekommen, aber während meiner Schulzeit und meines Studiums, das damals 17 Jahre meines Lebens quasi ausgemacht hat von 23, bin ich nie mit dem Thema Existenzgründung in Kontakt gekommen. Während der Schule waren die einzigen Berufsbilder, die ich kannte, die meiner Eltern, die von Lehrern. Ich wusste, was Polizisten machen, was Feuerwehrmänner machen und ich kannte Verkäufer in Geschäften. Aber darüber hinaus wusste ich eigentlich gar nichts von den wirklichen Berufsbildern. Auch im Studium wurden uns dann nur Unternehmensberater verschiedenster Arten vor die Nase gesetzt, mit dem Hinweis, dass das die Karriere ist, die wir ab sofort anzustreben haben. Und auch meine Nebenjobs und diverse Praktika, die ich absolviert habe, auch in großen Unternehmen, fand ich eigentlich alle gar nicht so toll und die haben mir nicht das gezeigt, was ich eigentlich machen möchte. Die Erleuchtung, so würde ich sagen, kam dann in einem freiwilligen Seminar am Wochenende. Ja, es gibt Studenten, die auch am Wochenende was freiwillig machen, zum Thema Unternehmensgründung. Ich hatte den Flyer an der Uni gesehen, da stand drauf, möchtest du mal was Eigenes machen, Verantwortung übernehmen etc. Ich habe mich gleich angesprochen gefühlt und bin dann dorthin gegangen. Dort habe ich dann auch meinen heutigen Mitgründer, den Robert, kennengelernt und durfte eigentlich erfahren, dass das, was wir in diesem Planspiel spielerisch gelernt haben, eigentlich genau das ist, was ich mal machen möchte. Verantwortung übernehmen, verschiedene Bereiche kennenlernen und idealerweise einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Kaum war mein Studium dann beendet, haben mein Mitgründer und ich uns entschlossen, ein Unternehmen zu gründen. Und die erste Idee war auch ganz schnell gefunden. Das Problem war eigentlich nur, wie sollen wir an Geld drankommen? Mit 23 hatte ich kein Geld, wir wollten weder Freunde noch Familie um Geld anbetteln und haben dann geschaut, welche Möglichkeiten gibt es und was kann denn der Staat auch eigentlich für uns tun. Und überraschend, auch in Deutschland gibt es Möglichkeiten, sich als Unternehmer fördern zu lassen. Und wir hatten dann für die ersten 12 Monate das sogenannte Exist-Gründerstipendium bekommen. Das ist eine Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium für Gründungen, die aus den Hochschulen heraus geschehen. Und im Rahmen dieser Förderung haben wir mehr oder weniger komplett ohne Verpflichtungen, knapp 80.000 Euro Startkapital aus Steuergeldern bekommen. Das war für uns super, wir konnten nämlich als Gründer uns komplett auf die Gründung konzentrieren, ohne nebenbei noch arbeiten zu müssen, um Geld für unseren Lebensunterhalt heranzuschaffen. Außerdem konnten wir Anwälte bezahlen, Berater, wir konnten unsere erste IT-Ausstattung bezahlen und hatten auch ein ganz kleines Büro in Augsburg an der Uni. Ohne diese staatliche Förderung im vergleichsweise geringen Umfang, ich meine in der Politik, was sind schon 80.000 Euro, hätten wir unser Unternehmen wahrscheinlich niemals gegründet. Ich hätte als Wirtschaftsjuristin einen gut dotierten Vertrag bei einem großen Unternehmen annehmen können und auch mein Mitgründer wäre als Informatiker in der Wirtschaft heiß begehrt gewesen. Diese 80.000 Euro Förderung haben wir mittlerweile sehr gut verzinst, wieder an den deutschen Staat zurückgezahlt.
Wir haben nebenbei 25 Arbeitsplätze in Augsburg geschaffen von Menschen, die mittlerweile mit unserem Unternehmen ihre Familien, ihren Lebensunterhalt finanzieren. Und wir konnten Kunden aus über 190 Ländern weltweit für unser Produkt begeistern. Ein Drittel unseres Umsatzes generieren wir in Deutschland, den Rest in der ganzen Welt, wobei die USA für uns der zweitgrößte Markt sind. Seit wir gegründet haben, haben wir mehrfach Kaufangebote von amerikanischen Konzernen erhalten. Das erste erst wenige Monate nach der Gründung. Es wäre für uns ein sehr lukratives Angebot gewesen, 23 Jahre alt, 3-4 Monate gegründet und zack, einen 7-stelligen Betrag auf dem Konto. Es war ein interessantes Angebot, wir haben viel darüber diskutiert und uns dann aber entschlossen, nicht zu verkaufen. Wir haben gesagt, wir sind Unternehmer geworden, weil wir selber etwas unternehmen wollen und weil wir in unser Unternehmen auch mehr Vertrauen haben als diese Käufer. Wir haben gesagt, 7-stelligen Betrag, ha, wir schaffen mehr. Danke. Und so kann ich bis heute sagen, dass wir glücklicherweise selber noch Fahrer in unserem Unternehmen sind, keine Beifahrer. Und was ich immer wieder merke, ist, wenn ich meinen Kommilitoninnen oder Freunden erzähle, was ich mache, dann sehe ich erstmal ganz große Fragezeichen. Die sagen, was Cloud, Technologie, was machst denn du da eigentlich da? Und du bist doch eigentlich Wirtschaftsjuristin, woher kannst du das und woher weißt du, was du machen musst? Ich hatte das Glück, mich hat Technologie schon immer sehr interessiert. Mich hatte ein Vater, der mich da sehr unterstützt hat. Also der hat schon ganz früh das erste Handy nach Hause geschleppt, das noch riesengroß war. Mein Cousin hat seinen ersten Commodore-PC bei uns abgestellt und mir gezeigt, wie man den bedient. Und auch der erste und einzige PC in unserer Familie mit Internetanschluss stand in meinem Zimmer. Nicht in dem meines Bruders, nicht im Papas Büro, der stand in meinem Zimmer. Ich habe als Schülerin freiwillig Freitagnachmittag einen Kurs zum Zehn-Finger-System tippen an der Schule besucht. Während meine Freundinnen am See lagen, war das der einzige Raum in der Schule damals mit 10 PCs und ich konnte mich Freitagnachmittag 16 bis 18 Uhr damit beschäftigen, wie ich mit 10 Fingern tippen lerne. Jetzt stehe ich hier als Unternehmerin und ich kann eigentlich sagen, wir sind insgesamt sehr glücklich mit dem Standort Deutschland. Und vor allem auch Augsburg natürlich. Wir wurden oft gefragt, warum wir nicht ins Silicon Valley gehen wollen oder zumindest nicht nach Berlin. Warum wollen wir nicht nach Berlin gehen? Natürlich ist hier auch nicht alles Glanz und Gloria. Ich ärgere mich regelmäßig darüber, dass von einem Euro Umsatz am Ende so wenig in meiner Tasche liegen bleibt. Ich ärgere mich, wenn ich das 100. Formular für Behörden ausfüllen muss, obwohl ich lieber zum Kunden gehen würde. Und ja, seit es den Mindestlohn gibt, stellen wir nur noch Praktikanten ein, die ein Pflichtpraktikum machen müssen. Also nur Praktikanten, feste Mitarbeiter sind weit über dem Mindestlohn. Aber bei Praktikanten ist es ein bisschen schwierig geworden. Lange Geschichte und jetzt fragen Sie, was ich Ihnen jetzt eigentlich sagen will. Das Thema ist ja Marktwirtschaft. Zwei Themen, die ich Ihnen gern mitgeben möchte. Das eine ist, dass unsere Wirtschaft, unsere Marktwirtschaft heute sehr stark von dem Thema Technologie bestimmt wird. Und ich bin der festen Meinung, wir dürfen es nicht verpassen, den Schülern und Studenten von heute das mitzugeben, was sie den Rest ihres Lebens brauchen werden. Und das ist Verständnis von Technologie. Ich bin Verfechterin dafür, das Thema Digitalkunde schon ganz früh in die Schulen hereinzubringen, in der Grundschule, als verpflichtendes Fach für alle Schüler durch die ganze Schullaufbahn hinaus. Wenn ich sehe, wie wenig Ahnung Absolventen, die mit mir BWL und Jura studiert haben, von Technologie haben, dass Anwälte sensibelste Dokumente per E-Mail verschicken, dann frage ich mich, was eigentlich da in den ganzen Köpfen ankam von den Themen, die wir hier diskutiert haben auch. Die Zukunft wird noch viel technologiegetriebener sein, als wir es uns heute vorstellen können. Und ein Grundverständnis davon, wie Maschinen denken, wie Technologie funktioniert, ist einfach essentiell dafür, was im Leben passiert und wie es weitergehen wird. Unsere Schüler sollen nicht nur wissen, was Facebook ist, sie sollen auch verstehen, was dahinter steckt. Was passiert denn dahinter? Wo werden die Daten hintransportiert etc.? Natürlich muss nicht jeder Informatiker werden, aber das Grundverständnis sollte vorhanden sein. Deswegen das Fach Digitalkunde wäre mein Wunsch als verpflichtendes Fach an allen Schulen. Zweitens, wir müssen es schaffen, das Bild des Unternehmers und der Gesellschaft zu verändern. Unsere Marktwirtschaft wird nur erfolgreich sein, wenn wir mehr Unternehmer haben, die in Deutschland gründen und auch in Deutschland bleiben. Unternehmer schaffen im Idealfall nicht nur Arbeitsplätze und zahlen Steuergelder, sondern machen die Welt auch zu einem besseren Ort. Unternehmer sind Menschen mit Visionen, die Vorreiter und eigentlich auch Vorbilder sein sollten. Ich war letzte Woche in einer Schule mit 60 Schülerinnen der 10. und 11. Klasse und habe gefragt, wer denn einen Unternehmer kennt. Egal, ob aus dem privaten Bekanntenkreis oder bekannter Prominenter, es hat sich von 60 Schülerinnen eine einzige gemeldet. Das heißt, die kennen nicht mal den Gründer von Facebook, Mark Zuckerberg, über den gab es immerhin einen Kinofilm. Und wenn man als Absolvent in der Schule noch gar nicht mal weiß, was eigentlich Unternehmer sind oder was Unternehmer machen, dann wird es auch keiner machen wollen.
Ich war schon in sehr vielen Klassen und ich weiß, dass das kein Einzelfall ist. Das ist durchwegs noch alle Klassen so. Und ich habe mich damals über meine Eltern hinweggesetzt, habe gesagt, ich möchte trotzdem Unternehmer sein, obwohl ihr nicht wisst, was das ist. Und wer weiß, wie viele herausragende Unternehmer wir in Deutschland verlieren, weil man es einfach in Deutschland nicht als Option für die Zukunft sieht. Ich weiß nicht, danke. Ich weiß nicht, ob Sie Sonntagabend auch so gerne den Tatort schauen wie ich. Ich schaue es fast jeden Sonntag an und das Tragische ist da, der Unternehmer ist entweder immer der Mörder. Und wenn er nicht Mörder ist, dann fährt er Porsche, fängt Affären mit seiner Sekretärin an, hinterzieht Steuern und ist außerdem skrupellos und gewissenlos im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden. Dass nach so einem Tatort am Sonntag die Schüler und Studenten nicht am Montag in die Schule gehen und sagen, ich will Unternehmer werden, liegt, glaube ich, auf der Hand. Ich besuche Schulen seit längerer Zeit schon ehrenamtlich und in meiner limitierten Freizeit. Ich schreibe wochenlang E-Mails und bettle bei Schulleitern und Klassenleitern darum, 2 Stunden zur Verfügung zu bekommen, um in die Schulen hineinzugehen. Aber ich weiß auch, dass die Lehrpläne hier nicht viel Spielraum brauchen. Mein Traum ist, dass ich in 10 Jahren eine E-Mail bekomme von einem Schüler oder einer Schülerin, der mich gesehen hat und mir schreibt, er hat nach einem Vortrag ein Unternehmen gegründet, das dann in 10 Jahren hoffentlich das nächste Google aus Deutschland ist. Und dann weiß ich nämlich, dass ich genau das geschafft habe, was eigentlich jeder Unternehmer machen möchte, nämlich etwas zu schaffen, das größer ist als man selbst. Und ich glaube, das schaffen wir, wenn wir in die Zukunft investieren und dann, glaube ich, erledigt sich das Problem der Marktwirtschaft in der Zukunft ganz von allein. Vielen Dank. Applaus